Ghana? Ghana? Da sind wir wieder. Nächstes Spiel, Ordi. Van Persen ist ver... Arm. Oh ja! Arm, haben wir was? Oh! Ich weiß, dass wir Arm was haben. Schwöre. Wie lange fehlt Vidal noch? Fällt eine Partie aus Wein. Oh. Die Joko ist mir letzte Partie auch nicht aufgefallen. Okay, Bitches. Interessiert nicht. Die Joko gibt erstmal 15 Mal weiter. Wir grinst. Boah, Viertelfinale. Okay. Okay. Schnabeltier. Bitten wir doch einen Gegner. Come on. Danke, Pamisa-Chonge. Oh Gott, das wird so ein... Ich sehe jetzt die Stufen, dass es falsch ist, mit ihm zu spielen. Oh, 80. Ja! Wusste ich's. Cavani. Ja, weißt du, es ist so klar. Er hat ein komplett... Er hat Klassen, hat schon mal Zeit, Paris hat schon mal Trikots und komplettes Paris hat schon mal Team. Läuft bei ihm. Aber die, ah! Nein, er hat einen Hofmeinspieler. Aber das, der, sein Team war gar nicht so gut. Also, Viertelfinale. Da ist die Spitze nicht mehr breit, wie ein Bundestrainer mal gesagt hat. Erleben wir Leistungsdichte. Wenn wir Cavani ein spannendes Spiel. Und die Atmosphäre hier, die ist wirklich. Und aufhalten, dann können wir das schon geil machen. Bitte gib mir doch einfach den Anstoß. Auch für Manni, wir freuen uns auf diese Partie. Oh, come on. Komm schon, schneller. Mach schneller. Ich hab keinen Bock, das zu gucken. Kannst du nicht mal schneller machen? Bum, bum, bum. Mach doch schneller. Bitte, 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 Adebrand. Oh, mach doch bitte schneller. Oh, bitte, 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 bitte. Kannst du nicht mal die Partie ordentlich joinen? Weil ich will jetzt spielen. Bitte, 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 bitte. Bitte, deine Aufstellung will kein Arsch sehen. Oh, ich will auch nicht mehr wegziehen. Aber nicht mit Lukas. Ein David Lukas. Kannst du meine Partie joinen? 10 Stunden später. Kochi. 20 Stunden später. Oh, Apfel! Wahnsinn! Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Und die Spieler sind gespannt, wer die taktischen Marschrouten. Oh, Scheiße! Was? No fucking Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst! Komm, das machen wir mit der Betsy jetzt genauso. Pass auf. Elfmeter? Doch nicht. Na gut. Calavari. Oh nein, Sandra Betsy ist gefährlich. Habe ich gerade so gemerkt. Mit Sandra Betsy mag man nicht Spaß haben. Oder kann man nicht Spaß haben. Ich mag mit dem nicht Spaß machen. Spaß machen schon gar nicht, Spaß haben meine ich. Oh, Cavani! Ich habe ihn schon wieder am Tor gesehen, so richtig reingelenkt. Okay, er ist richtig gut, Mann. Gut damit. Er wird drauf zu Mann! Alter, das habe ich kommen sehen. Ich habe sofort gegrätscht. Was? Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Oh, da steht einfach mal keiner. De Bruyne mit dem beschissensten Pass der Welt. Maxwell.
Cavani. De Bruyne erobert auch nicht den Ball. Oh. Entschuldigung, Gavetti! Es war echt nicht meine Absicht. Oh, sorry. Oh, er wird jetzt gelb. Ja. Oh, oder rot. Jetzt wissen die Spieler, wie es läuft. Sofort der Gelb hier. Ja gut, wenn ich ihn so reingehe, ist ja auch kein Wunder, dass der Geld kriegt, oder? Ich finde, das ist verständlich. Lavezzi. Oh, sein Drecks Lavezzi, verletzen wir ihn nochmal. Mein Spaß. Alter, was? Warum kann der da so hochlaufen? Das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Müller. Der David Luiz sieht so aus wie Caravani. Einfach ein und dieselbe Exemplar. Es muss einen Wurf geben. Badstuber. Badstuber! Götze? Wunderschöner Kopfball! Scheiß Kopfball. Angenommen, der Ball ist dahin. Ja doch, der Kopfball war eigentlich ganz cool. Er hat wohl recht. Ich habe einfach nur Scheiße angenommen. Lauf, Van Persie! Götze? Versucht Götze mitzunehmen. Bis dato ein ziemlich einseitiges Spiel. Und da ist er wieder mit seinem Lavezzi. Nein. Nein. Na. Pff. Scheiß auf seinen Lavezzi, Mann. Fuck it. Fick dich. Kleiner Hurensohn. Alles schon wohl. Nie wieder. Das ist ein Lavezzi! Lass mal seinen Lavezzi nochmal verletzen! Scheiß auf den Gelb-Rot! Barschuhe, komm, tu mir den Gefallen! Wenn er seinen Lavezzi nicht hat, dann kann ich... Ich kann gerne, wenn er seinen Lavezzi nicht hat, kann ich gerne auf ein Spiel verzichten. Und das aus gefährlicher Position. Oh! Warte, der ist zu scheiße, um ihn direkt zu spielen. Das war ein Scheißpass, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Was macht der blöde Lavezzi denn da? Das war eine Spaß, Alter! Motta? Willst du mich verarschen, De Bruyne? Willst du mich verarschen? Kannst du mir mal erklären, warum du da nicht hingehst? Lavezzi. Boah, bitte! Nicht noch so ein Lavezzi-Tor! Alter, mit Lavezzi komme ich gar nicht klar bei ihm. Und auch an seinem Geburtstag spielt er heute. Hat er Geburtstag? Und schon wieder... Natürlich spielt er! Selbst Weihnachten muss der spielen, wenn wir Weihnachten spielen. Hat er Geburtstag? Er attackiert ihn, er will den Ball. Der Assistent entscheidet. Abseits! Ja, ich schnitten! Komm, der Anschluss kommt nicht. So willst du mich es dem Gegner nicht macht. Alter. Mit seinem Lavezzi, das regt so auf. Ja, es regt so auf, einfach nur. Ja, ja, ja. Er verfehlt das Ziel. Scheiß Nummer 13, fick dich. Ist er bei uns auch Nummer 13 eigentlich? Würde mich mal interessieren. Ich mach den mit Krankenhausverletzung und der fällt 10 Partien aus. So habe ich so vor, ne? Alter! Lavezzi! Junge! Junge, was steht da? Ja, so! Fahr auf einen Lavezzi, Mann! Warum ist unser Mann nicht so gut? Um das umzubiegen. Was sagt der Schiedsrichter? Hä? Er hat uns voll angerannt! Schlechtes Zweikampfverhalten. Das sieht aus wie Training. Fuck off you, Mann. Du schlechtes Zweikampfverhalten. Scheiße. Dummer Penner. Mein lieber Mann. Das haben wir eh schon verloren. Der Ball, aber wir haben Schnürchen. Und jetzt Robin Van Persie. Wir holen niemals 3 Tore ein. Nicht gegen so einen. Er bleibt stehen. Jetzt! Ja! No fucking way. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht.
gibt nicht mal Elfmeter. Ist es jetzt ein fucking... Da geht er so richtig schön steil. Die Mitspieler bieten sich an. Ja, ja. Sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Alter, scheiß auf dich. Danke, dass wir Mauer machen können. Finde ich nett. Noch ein Mauerspieler. Motta? Ist es jetzt sein Ernst, was er da gerade macht? Was er schickt? Ja, genau, Lavezzi. Ha, wir finden nicht auch alle ganz lustig. Die Mauer macht mal wieder gar nichts. Ja, lass ihn durchlaufen. Ja, kommt zusammen, Lavezzi. Ja, genau, ja. Fuckt euch alle ab. Seid doch alle Spasten. Du bist ein kleines Arschloch. Junge, fick dich. Kleines Arscher, du bist so ein Hurensohn. Ich reg mich mal wieder so auf. Zack! Auf deinen Wetzi, Junge! Zack auf deinen Cavani! Zack auf dich! Ich würde mir so richtig zuschimpfen, wenn er seine Kinect anhatte. Oder was das auch immer mit dem Stimmen-Simulator ist. Fick dich. Kann scheißegal, dass wir dem wehgetan haben. Fuck off you, leck mich. Ha, er hat nichts gemacht, Junge. Er hat nicht mal nachträglich Geld gewöhnt. Na gut. Motta? Komm, ficken wir nochmal. Ja, als ob. Was macht er? Ein so guter Torwart. Das siehst du auch nicht alle Tage. Spielt er den nicht weg, ne? Versteh's nicht. Ist klar. Ist in Ordnung! Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers... Okay, steht 4-0. Auf Augenhöhe des Spiels wirklich heute. Es steht zur Pause 4-0. Wer Halbzeit, Frank? Fick dich, Lavezzi, Thomas. Ja, wenn Sie das halten können, wenn Sie weiter mit Druck nach vorne spielen, Sie nicht hinten einigeln, dann könnte das Aus für den Gegner bedeuten. Igel dich hinten ein, zerstör dich gegenseitig. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben eine Mannschaft mit einer Abwehrbeförderung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie Sie sich taktisch verhalten. Geben Sie weiter Gas oder schaukeln Sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit? Gute Übersicht. Was im richtigen Moment ist er am das richtigen ist der Ernst von De Bruyne. Er kriegt den Ball zugespielt. Lavezzi. Ich könnte nicht alles Dauer sein. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Ich spiele jetzt einfach nur noch Zeit. Das merkt man. Cavani. Gutes, schnelles Passspiel. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger verteidigt. Vor wem Verteidiger? Das ist Müller. Das ist Müller, Junge. Verteidiger. Wie er da am Verteidigen. Und jetzt Robin van Persie. Oh ja, Robin. Robby. Alter. Cavani. Das sah jetzt gar nicht so schwer aus. Und jetzt steht es hier 4-0. Jetzt greift er ihn an. So schlimm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Alter! Wie er sich da mal freiläuft. Eine leichte Beute. Willst du mich verarschen? Die Balleroberung Spaß. Zieht er rein. Das kennen wir alle. Flanke fliegt in den 16er. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner. Und jetzt... Ich weiß, ich stand gerade im Bild, glaube ich, aber das ist mir scheißegal. Nein, der Helter! Unfassbar! Es geht doch! Das gibt schon wieder Eckball. Kommt der Möglichkeit, bitte! Ja, das ist so ein kleiner, wie mein Ruhrgebiet sagt. Du müsstest eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ich will mal ja. Das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen, da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Hä?
Mortar? Es war doch klar, Ich frag gar nicht erst, warum der das so eine Entscheidung gegeben hat. Ich frag gar nicht erst, ich habe einfach keinen Bock mehr. Cavani wieder, ist wieder so Lavezzi. Nicht jetzt. Jetzt nicht mehr. Und jetzt Robin van Persie. Du hast mich schon genug gedemütigt heute. Dein beschissenen 80er. Rutsch! Noch mit allen gefahren, oder? Warum steht es 4-0? Ja, wenn es 2-0 stehen würde, dann würden wir das ja noch aufholen können. Aber in 20 Minuten 4 Tore? Never ever. Ich sag's ja ganz einfach mal, never ever. De Bruyne. Warum ist die Verteidigung von mir so schnell? Ich kann da auch gar nicht mit. Das verlangt er mir ab, Mann. Ich komme da gar nicht ran mit meinen Spielern. Schön. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Die Bräune laufen mal selber. Ich! Wieso sind die alle so schnell von deren Drecksverein? Ja, Mann! Ja! Holt er sich locker. Ja, da profitiert er vom guten Stellungsspiel. Hm. Ich war da so geil. Und dann. Lavezzi. Und dann sowas mit Van Persie. Das ist einfach unglaublich gerade mein scheiß Pech. Schönes Stellungsspiel. Ja, so kommt zu Cavani. Ja. Ja. Ja, doch. Ist in Ordnung. Legt sich den Ball zur Ecke zurecht. Jedenfalls kein 5-0 mehr kassieren. So. Wirklich, ich hasse das so. Jedenfalls killen. Achtung! Können Sie die Flanke verwerten? Oh, bitte, ein Ehrentor. Ein Ehrentor, komm. Bitte. Kann er sich den Ball holen? Bitte. Zerstörer! Kassieren wir ihn gut. So macht es richtig. Er kämpft und hat den Ball. Cavani. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Hurenkind. Und jetzt Robin van Persie. Bitte, gib mir doch das Ehrentor. Bitte. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Wenn sich jetzt noch einer von mir gezerrt hat, ich zerstöre die Welt. Ja, genau! Das war's von dieser Folge für 15 Ultimate Team. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und tschüss.